Es ist eine Podcast-Aufzeichnung der besonderen Art, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Besonderheit Nummer 1, Sie sehen es, und wenn Sie es nicht sehen, dann werden Sie es wahrscheinlich relativ bald in Form einer gewissen Hintergrundgeräuschkulisse wahrnehmen. Wir befinden uns nicht in einem klassischen Studio, auch nicht in irgendeinem Besprechungskammerl oder wo wir sonst so aufzeichnen könnten, sondern bei einem Heurigen. Konkret beim Buschenschank Frauen-Eder im 10. Wiener Gemeindebezirk Oberlahrstraße 73, so dass ich die Werbebotschaft auch untergebracht habe. Besonderheit Nummer 2, die sitzt neben mir und die begründet auch, warum wir hier sitzen. Sie wissen, in unserer Podcast-Reihe geht es darum, die alten Geschichten, was das Fußballgeschehen in Österreich angeht, aufzuwärmen oder vielleicht auch ein bisschen zu adaptieren und in neuer Version wiederzugeben. Und uns war redaktionsintern relativ schnell klar, dass wenn wir diesen Herrn für eine Folge gewinnen können, dann können wir das nicht in einer 0815-Variante machen, sondern müssen es ein bisschen aufpeppen. Deswegen sitzen wir heute hier, auch vor Live-Publikum, denn der Hauptdarsteller der heutigen Folge, der hat vor kurzem seinen 65. Geburtstag gefeiert, dazu nachträglich natürlich noch einmal alles Gute. Danke. Er ist begnadeter Entertainer, ich spreche da durchaus aus Erfahrung und weiß, welche Höchstleistung die Bauchmuskeln und Lachmuskeln erbringen müssen, wenn man eine Zeit lang in seiner Nähe weilt. Er ist TV-Kultanalytiker, außerdem ist er seit 20 Jahren als Kolumnist Teil der Krone-Familie und so ganz nebenbei ist er Österreichs Jahrhundertfußballer, war 7-mal Meister mit der Wiener Austria. Einmal italienischer Meister, einmal italienischer Cupsieger. Und er ist auch der Mann, dem es als bisher letzten Teamchef gelungen ist, Österreich zu einer WM-Endrunde zu führen. Sie sehen, das Ambiente ist also gut, die Ausgangslage ist hoffentlich auch bestens. Das Hochkarätertum ist sowieso unbestritten. Ich freue mich sehr auf launige Minuten oder 10 Minuten mit Herbert Prohaska. Servus. Danke, ja. Also ich bedanke mich für die Einladung. Bin ich dem sehr gerne nachgekommen. Beim Heurigen ist es überhaupt reizvoller. Ist es authentisch, das Ambiente für dich? Ja, ist gut. Ist also gut. Ist wie oft trifft man dich beim Heurigen an, wenn nicht gerade die Krone lästig ist? Ja, gar nicht so oft, aber es gibt natürlich auch in Klosterneuburg, wo ich jetzt aus bin, viele Heurige, sogar bei einer Gasse unter mir, wo man zu Fuß hingehen kann. Das ist sehr angenehm. Und ja, wir gingen schon hin und wieder zum Heurigen, weil das ja auch eine Tradition ist, die Österreich ganz einfach hat mit den Buschenschanken und so weiter. Dann freut es mich, dass wir deinen Geschmack einmal getroffen haben, was das Ambiente angeht. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, einmal einen Einstiegspunkt zu finden, wenn man sich durch die Karriere von Herbert Prohaska wühlen mag, weil der natürlich sehr facettenreich war und in aller Regel auch sehr erfolgreich. Wenn es für dich okay ist, dann schlage ich hiermit vor, dass wir in den frühen 70ern im Jahr 1972 beginnen. Und zwar in dem Jahr, als ein ganz junger, blutjunger Herbert Prohaska bei der Wiener Austria anheuert. Dabei, Herbert, das wäre jetzt die erste Frage, wäre die Geschichtsschreibung vielleicht völlig anders verlaufen, wenn du nicht der Austria, sondern womöglich dem Erzrivalen dein Ja-Wort gegeben hättest. Weil Rapid, so hört man ja, durchaus dran war an dir. Wie nahe war Rapid dran an dir? Ja, also man muss dazu sagen, ich war Automechaniker in der Werkstatt mit, da war ich damals noch keine 17, habe noch bei Osman Elf gespielt. Und da ist binnen 14 Tagen ist gekommen Wacker Innsbruck, Austria Salzburg, Rapid und die Austria. Und mit denen allein schon war ich eigentlich völlig überfordert, weil es natürlich jetzt mit denen sich zusammenzusetzen und dann vielleicht zu reden, wobei man dazu sagen muss, die zwei besten Angebote waren eben aus dem Westen, die waren aus Tirol und aus Salzburg. Dort hätte ich aber in Salzburg hätte ich bis zum Mittag in einer Bank gearbeitet. Es war schon ein großer Sprung von Automechaniker in die Bank. Und ja, aber die zwei, und die hätten mir auch rein jetzt vom Finanziellen her, sagen wir mal so, das Doppelte geboten, was die Austria und Rapid geboten hätte. Aber für mich war es natürlich so, ich war jetzt noch keine 17 und ich hätte müssen von daheim noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, hätte ich müssen weggehen, von meinen Freunden weggehen, von meiner Freundin weggehen. Und das war mir dann auch jetzt leistungsmäßig, hätte ich mir das damals nicht zugetraut. Da war nämlich so, da hat damals in Salzburg der Peter Grosser gespielt.
Heinz Reverle, der die mit 1860 einige Jahre vorher Meister waren in Deutschland. In Tirol waren auch sehr, sehr gute Legionäre und die meine Position gespielt haben. Und da ist ihm dann eigentlich Rapid und Austria überblieben. Dazu muss ich sagen, es ist mir oft nachgesagt worden, dass ich also Rapid-Anhänger war. Die Wahrheit war so, ich war... Darfst du euch ein Geständnis ablegen jetzt? Nein, ich war eigentlich von niemandem Anhänger. Einfach aus dem einen Grund, mein Vater war ein fanatischer Wiener-Anhänger und hat mich immer... Wir haben eigentlich alle Heimspiele waren wir auf der hohen Warte. Die Wiener war aber meistens so schlecht, dass es nie... Ich habe natürlich auch wegen meinem Vater zur Wiener geholfen, aber meinen Freund, meine Freundin in der Schule und überall habe ich mir nicht sagen traut, dass ich Wiener-Fan bin. Und dann war ihm gerade Rapid erst und habe ich immer gesagt, ich bin Rapid-Anhänger. Aber es ist dann Rapid und also rein pragmatisch. Genau. Ich war eigentlich immer Fan von den guten österreichischen Spielern, die ich alle bewundert habe. Und wir sind halt, wir haben in Simmering gewohnt und damals war ja noch in unmittelbarer Nähe, haben ja sehr viele Mannschaften noch gespielt in der obersten Liga. Da hat es gegeben Schwächert, Simmering, WRC, die alle nicht so weit weg waren. Am Simmeringer Platz sind wir zu Fuß gegangen, nach Schwächert sind wir drei Stationen mit der Straßenbahn gefahren. Aber, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, der Unterschied zwischen Austria und Rapid war so, warum habe ich mich für Austria entschieden? Die Austria hat mich ab irgendeinem Zeitpunkt jede Woche beobachten lassen. Es war fast immer, damals war der Karl Stotz schon Trainer, der war immer da. Haben mich beobachtet, haben mir jede Woche gesagt, sie wollen mich unbedingt haben. Und jetzt muss man sich jetzt vorstellen, Verhandlungen mit Rapid. Ja, Rapid ist gekommen, damals war Joshi Draxler Präsident und der Ernst Loschek war Trainer. Der Ernst Loschek, glaube ich, der hat gar nicht so genau gewusst, wer ich bin, weil er immer Pauli zu mir gesagt hat. Der Schana Pauli war noch nicht auf der Welt damals. Nein, aber der Rizzioli Pauli, der bei ihm bei der Wiener gespielt hat. Ja, immerhin. Der war linker Außendecker, war schwierig zu verwechseln. Habracht so. Vielleicht ähnlich auch nicht. Aber um es abzukürzen, damals ist dann so, der Draxler hat zu mir gesagt, wir wissen, dass die Austria auch will. Du kriegst bei uns dasselbe Geld, was dir die Austria bietet. Und das kannst du jetzt überlegen. Und dann kommst du auf die Pfarrwiesen und sagst uns Bescheid. Ich habe mir natürlich nicht sagen traut. Jetzt bin ich gesessen mit dem Schlosser gewandelt, aber haben mir gedacht, der muss deppert sein. Ich muss mich da in die Straßenbahn setzen, mit der Stadtbahn auf die Pfarrwiesen fahren und dann gehe ich hier und zu wem gehe ich dann? Sag ich, ich bin jetzt da, ich bin der Brauhauska Simmering und ich habe mich entschieden, ich spiele bei euch. Und eigentlich war das dann der ausschlaggebende Grund. Bei der Austria war noch der Edi Krieger, der war aus Simmering, den habe ich aus Kaffeehaus kennt. Und dann hat es noch jemanden an Hansi Bedenkovic, ein Riesenfußballer, der allerdings das aber nicht geschafft hat ganz. Mit dem habe ich schon im UEFA-Team gespielt. Das heißt, ich habe schon dort zwei Freunde gehabt und bin dann eben, habe mich für die Austria entschieden. Und das war auch gut so. Aber so wie Rapid das damals gemacht hat, das war für mich eigentlich undenkbar. Ja, die hätten mir zumindest sagen wollen, du, da hast du eine Telefonnummer und der ruft bei uns an, dass du spielen willst. Aber kommst du auf die Pfarrwiesen? Zu wem? Also das war für mich damals, obwohl ich mir es nicht sagen habe, der Rat war halt skandalös eigentlich. Und es war ja keine ganz schlechte Entscheidung pro Austria. Es kam dann also das Jahr 1972 und der erste Besuch des Herbert Prohaska in der Kabine der Kampfmannschaft. Und dort ist es, der Geschichtsschreibung zufolge, zu einem sehr interessanten Treffen oder zu einem sehr interessanten Erstkontakt mit einem gewissen, Herbert weiß schon, was jetzt kommt, Ernst Tralle-Vierler gekommen. Ja. Die Geschichte musst du erzählen, bitte. Ernst Tralle-Vierler war damals natürlich die große Persönlichkeit. Es hat nie mehr eine größere gegeben bei Austria nach dem Fiala, vor den Menschen so viel Respekt gehabt haben. Ja, sogar die alten Spieler damals wie Kögelberger, Sara, Krieger, die haben keinen Spaß mit ihm machen können. Ja,
Er war eine absolute Persönlichkeit, ein super Fußballer, war damals der Kapitän. Und jeder hat überdrüber Respekt gehabt vor ihm. Und mein erster Tag, muss man sich jetzt vorstellen, ich war bei Osborn, ich war noch 2 Jahre juniorenberechtigt eigentlich. Und bin gekommen vom Gewand her, war es damals, habe ich gehabt so eine Realhosen, so ein Leiberl wie die Cowboy, die Unterleiberl haben, so ein rosanes, glaube ich, ein Jean und blaue Samtstiefeln mit solchen Absätzen. Und mit die bin ich reingekommen und dann haben sie mich vorgestellt. Und wie ich zum Vierer gekommen bin und die haben die Hand gegeben und hat das Erste, was er gesagt hat, ist, bist mit dem Pferd da. Das war natürlich, da habe ich mir schon kurz überlegt, oder was, ob ich vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr komme. Oder doch zu der Beatfahren hast du. Weil das geht nicht gut. Aber letztlich war dann immer so, dass der Vierer in dieser Zeit einer meiner großen Förderer war. Ja? Der also mir das Einzige, was er mir immer gesagt hat, schau, du kannst spielen, wie du willst, du kannst trippen, wie du willst, aber wenn du einmal stehen bleibst, wenn du den Ballen verlierst und nicht nachrennst, bin ich neben dir und hau da eine. Gut, so viele Frauen sind nicht da, aber hau da eine in den Arsch. So das gesagt. Wie oft ist es dazu gekommen? Nein, gar nicht, weil ich mir nicht stehen bleiben habe getraut. Ich bin immer noch. Ein bisschen hat es gedauert, bis du mit der Austria den ersten Meistertitel feiern hast können. Im Jahr 1976 war es dann soweit, trotz großer Konkurrenz aus Innsbruck. Welchen Stellenwert hat dieser Meistertitel gehabt? Und was kannst du über die damalige Kameradschaft innerhalb der Mannschaft erzählen? Die war ja auch berüchtigt. Also es war ja, das weiß ich ja von deinen Erzählungen, nicht so, dass sich nach dem Training immer gleich die Wege getrennt haben in dieser 70er-Mannschaft. Ja, das war damals zu dieser Zeit war das auch wahrscheinlich das Geheimnis, weil wir wirklich praktisch alle richtig gute Freunde waren. Eigentlich sagt man ja, man soll im Fußball nicht zu sehr befreundet sein, weil dann bist du nicht mehr objektiv, wenn du mit einem Mitspieler redest. Aber unsere Stärke war das ganz einfach. Wir haben, die Austria hat ja, da muss man ganz kurz noch mal zurückgehen, wie ich zur Austria gekommen bin, hat die Austria praktisch 80% von ihrer Mannschaft hergeben, weil sie kein Geld gehabt haben. Und haben eben lauter Junge, so wie ich war, aus der Wiener Liga, aus Regionalligen und so weiter geholt und haben sie vom wirklichen Stamm, haben sie sich geholt damals, den Vierer, den Kögelberger, Krieger, Sarah aus. Der Rest waren lauter entweder Buben oder die aus der Reserve waren. Und wir sind auch im ersten Jahr nur Zehnter geworden von 16. Aber daraus, mit den ganzen Jungen, was da gekommen sind, hat sich dann eben eine Mannschaft entwickelt. Wir haben 1974 das erste Mal dann den Cup gewonnen, gegen Salzburg. Und 76 waren wir halt, haben wir dann schon eine wirkliche Spitzenmannschaft gehabt. Ja, obwohl wir dann auch vorher den Eddie Krieger nach Brügge verkauft haben. Aber die Mannschaft war dann ganz einfach, da haben gespielt, glaube ich, acht Leute, die U23 waren, ja, also mit Baumeister, Gassi, Licht, Prohaska, Drazan und so weiter, Dagsbacher, war jung Obermeier, war jung Sarah Seppal. Also wir haben eine ganz junge Truppe gehabt, die aber sehr gut zusammengepasst haben, die sich gut verstanden haben. Wir sind wirklich, das macht ja heute wahrscheinlich kaum mehr wer. Wir sind mindestens 10 Spieler mit den Frauen in einem Musical gegangen oder sind wir ins Kino gegangen oder am Heimmarkt haben wir sich Freistüringer angeschaut und so weiter. Aber alles immer gemeinsam. Wir sind zum Beispiel, obwohl wir sie jeden Tag gesehen haben, sind 4 oder 5 Spieler mit den Frauen und mit unserem Masseur, mit Legende Schreitl-Schurl, sind wir nach Italien in Urlaub gefahren. Ja, und waren praktisch jeden Tag zusammen und waren dann in Urlaub auch 14 Tage wieder gemeinsam. Also es war was Besonderes und da ist dann wirklich eine ganz gute Mannschaft ausgewachsen. Ich mag dich dann vielleicht noch auf ein, zwei dieser Persönlichkeiten gesondert ansprechen, aber zunächst mag ich die Frage auf ein bisschen ein allgemeineres Level hieven, weil praktisch alle deiner ehemaligen und auch aktuellen Weggefährten beschreiben dich, ohne dir irgendwie nahe treten zu wollen, als fürchterlich schlechten Verlierer, und zwar in jeder Sportart, auch beim Tennis, auch heute noch. Vielleicht mag der Hans Huber ein bisschen was dazu sagen bei Gelegenheit. Ist das so? Trifft dich das? Und was magst du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Na, sagen wir so, es ist im Alter besser geworden. Hans, stimmt das?
Deutlich. Hast gesagt, du redest nicht rein. Nein, es ist insofern besser geworden. Da kann ich eine. Das ist wirklich eine nette Anekdote. Ganz untypisch für Herbert Prohaska, dass er Anekdoten auf Lager hat. Nein, das auch, also es ist ja so, es sind dann Enkelkinder gekommen und der große Enkel, der wird jetzt im Oktober wird der 19. Und wie der aber kleiner war, der hat also dann mit mir Tennis gespielt und wenn immer ich Tennis gespielt habe, habe ich ihn gewinnen lassen. Das muss so sein, also, weil da hätte ich mich selber geniert, wenn ich gegen einen Enkel auch nicht verlieren kann. Und in der Zwischenzeit spielt er zehnmal besser als ich, also habe ich noch nie gegen ihn gewonnen im Tennis. So, aber die richtige liebe Geschichte ist, der Vorletzte von meiner zweiten Tochter, der ist 10 Jahre. Der hat ungefähr vor einem Jahr gesagt, mit dem spiele ich in Köln, mit so einem Softball spielen wir ein Match. Gibt es 2 Tore und so. Und der hat gesagt zu meiner Tochter, Mama, du sagst immer, der Opi war so ein guter Fußballer. Der hat nicht einmal noch gegen mich gewonnen. Wie verbrüht. Ja, aber dann kommt schon mein Ehrgeiz, weil dann nehme ich seine Schwester, die ist kleiner, sage ich, komm, du spielst mit mir, dann können wir ihn schlagen, weil dann hat die Kleine einen Sieg. Apropos Ehrgeiz, da kann man jetzt wieder sehr elegant den Bogen zurück in die 70er spannen und zum Phänomen Wiener Stadthallenturnier. Herbert Prohaska macht ja eh kein Hehl draus, dass das teilweise sogar wichtiger war als so manches Ländermatch für euch. Wie jedes Ländermatch. Nicht wie manches. Doch nicht punktgenau recherchiert. Hast du aber retrospektiv betrachtet nicht doch ein bisschen Schuldgefühle gegenüber der sogenannten Zweiergarnitur, in der jetzt auch keine schlechten Kicker waren. Da waren Gasselig, Polster und solche Kapazuner drinnen, die aber alle, glaube ich, jetzt noch immer ein bisschen mit beleidigtem Unterton sagen, wirklich zum Spielen sind wir nicht gekommen, weil sobald wir drinnen waren, ist der Prohaska schon wieder an der Bande gestanden und hat geklopft und hat gesagt, Trainer, wir müssen schon wieder tauschen. War ja, das so? Du sollst es erzählen. Frage abgehandelt, dann schauen wir, was wir nachstehen haben. Nein, Stadthalle, ich habe eigentlich schon bei Ostbahnhof, wo wir ein Hallenturnier gehabt haben, Halle habe ich geliebt. Und ich habe sogar, wie ich Profi bei der Austria war, habe ich, da hat es gegeben, wer das kennt vielleicht, das Turtag, Café Turtag. Ja. Und dort haben wir eine Mannschaft gehabt. Und ich habe jedes Jahr mindestens im Protes-Korneiburg, obwohl ich nicht durfte, habe ich immer mindestens bei 3 Turnieren mitgespielt. Weil Halle war ganz einfach das, was mir total gelegen ist, was ich geliebt habe. Und natürlich, dann ist die Stadthalle gekommen, die war von den Ausmaßen, von der Art zu spielen, einzigartig. Wenn irgendwo in Deutschland oder so irgendwo hat man so eine Halle gehabt, wo eben wirklich auf Parkett gespielt worden ist, obwohl das Wetter hat, wenn man hingeflogen ist, aber auch die Banden waren richtig feste, wo du wirklich Eibern auskennen. In Deutschland sind die so dünn, da kannst du mit der Bande gar nicht spielen, dann spielst du auf so einen Kunstrasen, auch nicht gut. Stadthalle war für mich so, und natürlich, dort war ich, wenn man so will, über ehrgeizig. Und vor allem, wenn die Zweiergarnitur ein Tor gekriegt hat, dann haben sie sofort müssen raus. Weil der Trainer es gesagt hat oder weil du es gesagt hast? Da wär's der Trainer gesagt. Selbstverständlich. Nein, aber es stimmt. Aber wir waren natürlich in der 1er Garnitur. Wir haben einige Jahre hat dieselbe Garnitur gespielt. Und höchst erfolgreich. Und war nicht nur ich der Einzige, der geschrien hat, Austausch. Also ich glaube, ein Trainer war ihm, wenn man ihm schon dauernd in die Uhrwascheln geschrien haben, hat er dann immer Austausch. Ja, die anderen waren damals auf alle Fälle besser, nicht? Weil wir waren sicher immer so 3-4 Minuten drin und die waren auch nicht drin. Also relativ wenig. Zumindest das gestehst du. Wie viele der Hüftprobleme von Karl Dachsbacher nimmst du eigentlich auf deine Kappe? Nachdem ich heute auch beide Hüften bedient habe. Aber da kann der Dachsbacher nichts davor, oder? Ja. Also der Hintergedanke ist, dass Karl Dachsbacher immer den Staubsauger spielen hat müssen oder dürfen hinter dem offensiv genialen Herbert Prohaska und der schon sagt, er hat es eh probiert ab und zu das Grätschen, seine Stärke war es halt nicht. Er formuliert es immer so diplomatisch. Wer? Der Dachsbacher.
Gerätscht bin ich genug, aber es stimmt schon. Zu einer guten Mannschaft gehören eben solche Spieler, wenn du heute, so wie mein Spiel war, wenn du das gut spielen willst, dann brauchst du einen Tagsmacher. Ja? Und jede Mannschaft heute ist das ja genauso. Also die Weltbesten brauchen auch die dann die nicht so feine Klinge übernehmen. Und der Tagsmacher war natürlich für uns. Tagsmacher, wir haben ja ohnehin bei der Austria viele, viele Jahre, wir haben ja nur gehabt drei Defensive. Das war der Dagsbacher, das war der Obermeier und der Sarasepal. Der Rest ist eh nur Fuhren gewesen. Und deswegen muss man dankbar sein. Natürlich, die haben genauso einen großen Anteil, alles, was wir gewonnen haben, wie wir. Aber bei Austria war es eben so. Jetzt wirst du wahnsinnig überrascht sein, dass ich mit dir ganz gern über die Saison 77-78 sprechen mag und den Einzug der Wiener Austria ins Europacup-Finale, der auch natürlich verbunden ist mit der Trainerpersönlichkeit Hermann Stessel. Dem sagt man wiederum nach, du merkst, ich bin so bewaffnet mit Halbwahrheiten und bitte dich dann immer, die grad zu bieren oder so hinzustellen, dass sie passen. Dem sagt man wiederum nach, dass die Spielbesprechungen in etwa so ausgeschaut haben, Burschen spielt's, wie sie immer spielt's. War das tatsächlich so? Hat er oft gesagt, ja. Aber nein, er hat schon ein bisschen mehr gesagt. Aber er wusste natürlich damals, wenn man sich heute so den Fußball anschaut, dann hat man ja den Eindruck, dass die Spieler ja ferngesteuert sind von den Trainern draußen. Dass die, und so ist es aber nicht. Ja. Also heute gibt es halt viel, ich sage einmal so, 70%, was die Trainer einschreien, hört kein Mensch. Ja. Das, weil es auch gar nicht geht. Nur dazu heute, wo der Fußball viel schneller ist und was weiß ich. Und ich sehe dann immer oft die Trainer. Ich tue mir wirklich oft, auch bei Live-Spielen, tue ich oft schauen, beobachten den Trainer und wie oft der eine schreit und wer es drinnen aufnimmt. Ja? Und es ist, der Trainer schreit 10-mal eine und einmal hoch dann. 9-mal nein. Also das heißt, wir waren, der Stessel wusste, dass wir am Feld auch bereit waren, jetzt uns taktisch anders aufzustellen. Weil auch er kann ja nicht immer alles genau erraten vom Gegner. Aber wir sind dann nicht, wir haben dann nicht ausgeschaut und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben das drinnen selber geregelt. Und wenn er zu viel Konditionstraining machen hat wollen, haben wir ihm auch gebeten, ob wir nicht ein Match machen können, weil das mehr bringt. Wir haben wirklich bei der Austria über Jahre, vor allem in diesen Jahren, wo der Stessel war, wir haben zwei fixe Mannschaften gehabt beim Training, die immer gegeneinander gespielt haben. Die Ergebnisse sind auf der ganzen Tier, auf eine große Tafel mit Torschützen aufgeschrieben worden. Die Sieger sind als erster duschen gegangen und die Verlierer haben nachher fahren müssen, ein Bier auch noch zahlen. Jetzt kannst du dir vorstellen, da hat es sogar Beinbrüche gegeben beim Training. Oft haben wir den Eindruck gehabt, die Trainingsspiele sind wichtiger als die Meisterschaftsspiele. Und das ist jetzt quasi wieder eine gute Steilvorlage hin zu einer Persönlichkeit, die du auch schon erwähnt hast, nämlich Georg Schurli-Schreitl, ein legendärer Masseur, Physiotherapeut, würde man wahrscheinlich heute sagen. Was muss man über den wissen und wie viele graue Haare von dem habt ihr am Gewissen gehabt? Weil der erzählt ja wieder, also was die Spieler nämlich damals mit mir aufgeführt haben, das ist eigentlich auch grenzwertig gewesen. Ja, aber Schreitl-Schul kann man eigentlich da in dieser Runde nicht jetzt beschreiben. A, man muss ihn kennen. Und B, ich könnte jetzt über den Schreitl Anekdoten erzählen bis zum Heiligen Abend. Ja? Aber der war natürlich ein ganz besonderer Masseur noch, der noch sehr viel gearbeitet hat, ein bisschen so mit alten Sachen. Ja? Umschläge bei ihm waren so solche Bakeln. Aber der super war und von dem du alles haben konntest. Und wir, Spitzname war Papa, alle haben Papa zu ihm gesagt. Und wenn du von ihm brauchtest, um 4 in der Früh, Kopfpulver, hast du ihm keinen anrufen, der hätte ins Auto gesessen und hätte das gebraucht. Also eine absolute, wirklich, wenn es überhaupt Legenden bei Austria wirklich gibt, dann ist der Schreitl einer, so wie der Joshi Walter einer war, der ein Leben lang bei dem Verein war. Und ein überragender Mensch, der uns speziell bei auswärts so Tourneen, wir waren einmal
3 Wochen in Mittelamerika und Südamerika. Wenn du da einen Schreitel nicht mit hast, hast binnen 3 Tagen einen Lagerkoller. Aber der hat das mit seiner Art und Weise, hat er das immer abgebogen. Und das ist wirklich eine Austria-Legende. Von diesem Schurli Schreitl stammt auch ein Zitat, das mich jetzt hin zum Europacup-Finale 78 bringt. Da kennt man sich jetzt wahrscheinlich durch die Vorgeschichte auch durchwühlen. Wenn für dich okay ist, machen wir aber gleich Stopp oder Station beim Finale selbst. Weil Schurli Schreitl hat gesagt, es war ganz einfach, warum die Austria damals verloren hat gegen Anderlecht. Wir haben nämlich vor Anpfiff alle schon die Hosen voll gehabt. Trifft das? Sehr vereinfacht formuliert? Oder wie ist es ein bisschen diplomatischer formuliert, warum das Europacup-Finale 78 nicht gewonnen hat? Also ich würde sagen, der Schreitl-Schurli war ein super Masseur vom Fußball, da ein bisschen weniger Ahnung gehabt. Nein, wir haben im Gegenteil, wir haben viele verloren, weil wir überhaupt keine Angst gehabt haben. Hätten wir mehr Angst gehabt, hätten wir müssen defensiver spielen. Ja? Und wir haben so gespielt, wie wenn wir in der Meisterschaft ausrennen, und damals war Anderlecht wahrscheinlich die beste Kontermannschaft in ganz Europa. Ja, die haben ein Jahr vorher oder danach haben die auch gegen HSV, die damals eine super Truppe gehabt haben, sind die auch noch mehr Europacup-Sieger geworden. Also wir haben es verloren, weil mir war lieber gewesen, wir hätten ein bisschen Angst gehabt. Ja, aber wir waren auch aus heutiger Sicht viel zu offensiv aufgestellt. Aber da kannst du niemand mehr einen Vorwurf machen, weil wir haben Jahre so gespielt. Und dann sind wir auch so ins Finale gekommen, und dann hätten wir so in dem Finale dann defensiv spielen. Es war nicht drinnen, aber es war ein Fehler. Wir haben es eher verloren, weil wir zu viel Selbstvertrauen gehabt haben. Was ist in der Karriere des Herbert Prohaska am 30. Oktober 1977 passiert? Und was hat Josef Hickersberger damit zu tun? Ja, das ist das einzige Datum, weiß ich auch nicht, aber es kann nur ich zu mir sein. Hans, Daumen hoch. Gut, danke, wir können weiterreden. Es kann nur ich zu mir sein, und was hat der Peppi damit zu tun? Spitzfunk. So wie zuletzt einmal eben erklärt, ich war in der Zeit beim Zenekovic der 12. Mann. Ja? Und wenn man sich heute anschaut, die Aufstellungen von der ganzen Quali, damals für Argentinien, dann bin ich eigentlich immer dabei. Das schaut so aus, wie ich war Stammspieler. Ich war aber immer nur dabei, weil einer ausgefallen ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Und im letzten Spiel hätte ich wieder nicht gespielt. Da waren alle da. Und wir waren im Trainingslager auch Wochen vorher. Und der Hickersberger hat gehabt Blinddarmentzündung. Es war ziemlich arg. Er musste eigentlich am nächsten Tag dann schon operieren gehen. Also habe ich dann gespielt, und Gott sei Dank, habe ich gespielt. Der Hickersberger war dort nicht mehr hingekommen. Da war auf der Mittlerwand Stäbli. War Hans Krankl eigentlich nie beleidigt auf dich, dass du das entscheidende Tor geschossen hast, nach Vorarbeit von Krankl? Das waren vertauschte Rollen. Also zum einen war er nie besser. Zum zweiten hat er mich gar nicht gesehen. Ja? Also der Stangl-Pass hätte kommen sollen, was aber auch die bessere Entscheidung war, muss ich auch dazu sagen. Ich bin hinten nachgerannt, war aber 10 Meter hinter ihm. Der Stangl-Pass war gekommen, Willi Kreuz. Und den hat, ich glaube, ist der heute noch Teamchef, der Terim? Nein. Nein? Galatasaray. Ist der jetzt wieder Trainer. Fatih Terim war damals Kapitän von den Türken, der hat sich dankenswerterweise in diesen Stangl-Pass von Krankl mit letzter Kraft reingehauen und hat dem Chef vor mir liegen lassen. Und ich habe dann das Tor geschossen. Der Krankl hat halt immer erzählt, er hat mir das Tor aufgelegt. Ich habe gesagt, du hast das super vorbereitet, aber gesehen hast du mich nicht. Weil vorher war ein super Solo von ihm. Aber ja, für mich war es damals halt ganz, ganz wichtig, weil damals, erstens einmal, hat mich das international sehr bekannt gemacht. Plus dann mit Austria im selben Jahr im Europacup-Finale. Und dann eigentlich in dieser Zeit sind dann natürlich, dann ist die Weltmeisterschaft gekommen, wo ich gespielt habe. Und dann habe ich eben gekriegt sehr, sehr viele Angebote, um eben dann ins Ausland zu gehen. Ein Wort vielleicht noch zu Hans Krankl. Der beschreibt sich selbst ja immer als sehr mannschaftsdienlichen Spieler. Er sagt, er hat schon gern Tore auch geschossen, aber der Mannschaftserfolg war ihm immer wichtiger, und er hat immer für die Mannschaft gearbeitet.
Ups, jetzt kannst du dich reinmischen. Und sag ihm, dass das Kind da abbrechen. Hast du vielleicht ein paar Anekdoten, mit denen du das Gegenteil verifizieren kannst? Beim Krankel war ich so, wenn der Weg zum Tor noch weit war, ja, sagen wir, du hast ihm angespült und du musstest dann eigentlich noch 40, 50 Meter mit ihm mitsprinten, war es intelligenter, stehen zu bleiben. Weil von 10 Mal hat er 10 Mal nicht angespült. Gibt es einmal, wie haben wir gespielt, ein Match? Nationalmannschaft, Vorbereitungsspiel gegen irgendeinen kleinen Verein. Ja? Ich glaube, der Kranke hat schon 6 oder 7 Goal geschossen. Ich noch keins. Dann passiert das Wunder, der spielt mir einen Ball ins Loch, ich renne alarm, Tormann, der Tormann halt. Und daraufhin sagt er mir, ich hätte ja den Ball gar nicht geben dürfen. Das sag ich, wieso nicht? Sagt er, weil du eh nie ein Tor schießt oder was? Und das beschreibt ihn. Er hat schon 6 oder 7 Goal gemacht. Wenn ich einmal 6 oder 7 Goal geschossen hätte, hätte ich ins Leere nicht mehr reingeschossen und hätte geschaut, dass ich einen anderen noch auflegen kann. Aber gut, der Krankel ist ihm deswegen auch der Krankel geworden. Du musst egoistisch sein. Nicht immer, weil klar, oft sind halt dann Mitspieler, die sind dann wirklich weiß, weil er oft dann wirklich geschossen hat aus unmöglichen Winkeln und da waren zwei super gestanden. Aber trotzdem ist er der große Krankel geworden, weil er ganz einfach auch von dort geschossen hat, wo man nicht schießt und war trotzdem auch da oft. Ne? Von Krankel ist der Weg zu Córdoba natürlich nicht mehr weit. Und zu dem interessanten Umstand, dass Herbert Prohaska aus einem Grund, den du jetzt bitte darlegen mögest, unmittelbar nach Schlusspfiff nicht gut drauf war. Wie das? Ja, wir haben damals den Ausgleich gekriegt. Da haben die Deutschen haben einen Freistoß gehabt bei der Outlinie, der relativ lang in Strafraum gefallen ist. Und ich war damals beim Hölzenbein. Und ich war der Meinung, na gut, auf dem Ball, der schon in die Nähe vom Fünfer kommt, der Konzilier wird rausgekommen. Und er hat angenommen, ich wäre aufgegeben, größer war ich aus dem Hölzenbein. Und ich bin nicht gesprungen, der ist nicht rausgekommen und die Deutschen haben es da gemacht. Und dann haben wir uns gegenseitig etwas beschimpft. Er mir ein bisschen mehr. Aber wir haben das war voriges Jahr, 40 Jahre Córdoba. Was haben wir denn jetzt? Das muss schon vor 2 Jahren gewesen sein, ne? Vor 2 Jahren, ja. 2018. Ja. Da haben wir das nochmal durchgeredet. Also, aber es ist nichts hängen geblieben. Keine Langzeitschäden. Außerdem habe ich mit ihm ja dann lang noch bei der Austria gespielt.